Schönen guten Abend aus der Obersteiermark, aus der blauen Stunde. Das Licht geht jetzt gerade weg. Zum, ich würde jetzt mal sagen, nach der Frühlings-, Sommer- und Herbstpause von allem Gedanken, die habe ich, glaube ich, das letzte Mal im Februar hier so aufgezeichnet, hier sitzend. Ich habe mir vorgenommen, dass in regelmäßig wiederkehrenden Abständen dann doch wieder zu tun. Die Sommerpause oder Frühlingssommer- und Herbstpause deshalb, weil ich schlichtweg ein bisschen sprachlos war. Ich habe, glaube ich, im Februar das letzte Mal hier gesessen. Oder März, Februar meine ich. März ist auch nicht so wichtig. Und habe meine Bestürzung ausgedrückt, dass in Europa offen über die Möglichkeiten eines Krieges des Westens gegen Russland gesprochen wird. Das war für mich unvorstellbar, dass man sich wieder auf sowas einlassen würde, allein schon auf die Idee. Und ich habe damals auch gesagt, dass dem, was ich, das ist ja nun schon ein paar Jahre her, aber damals als Journalist mir so zurechtgerückt habe, wie die Welt wohl funktioniert, dass ein großer Krieg erstmal etwas ist, mit dem sehr, sehr, sehr viel Geld verdient wird. Und zwar auf vielen Seiten. Und dass man, oder dass ich persönlich es nicht wage, irgendeinen Finger zu zeigen auf eine Person. Oder eine Partei oder einen Konzern oder was auch immer als den oder die oder das Schuldige. Nun, in der Zwischenzeit ist einiges passiert und ich muss gestehen, ich war im Sommer sehr glücklich, dass ich hier mit meinem Schatz Martina ziemlich zurückgezogen leben kann. Wir haben uns, wie unser Bauer Franz sagte, gut um die Kuhherde gekümmert, die wieder mit ihren Kälbchen da war. Sind auch alle wieder gut ins Tal gekommen. Ich habe meine Minimalstfähigkeiten mit der Motorkettensäge ein wenig verfeinern können, bin aber immer noch im aktiven Lernprozess. Und ich habe wieder abermals die Stille lieben und kennengelernt, als Möglichkeit, mich auf das Innerste von mir, was gleichzeitig das Höchste von mir und von allem ist, zu konzentrieren. Das klingt nicht, das soll nicht aus dem Ego herausgesprochen sein, aber wenn wir sagen, wie innen so außen und wie oben so unten, dann können wir auch sagen, wie unten so oben. Wenn wir in einen Frieden gehen, wenn wir in die Stille gehen, wenn wir in das sanfte Bewusstsein gehen und ich kenne die Technik nicht, die das wirklich in Stress mit lauter Beschallung hinkriegt, sondern in den Momenten, die wir uns nehmen können dafür, dann geschehen Dinge, die für mich wirksamer sind als viele lautstarke Rituale, expressiv, um Dinge nach unserem Eigenwillen heraus verändern zu wollen. Die letzten Tage waren geprägt gar nicht so sehr von den Weihnachtsfeiertagen, die verbringen wir hier relativ unspektakulär, sondern die waren geprägt von der Vorbereitung für das kommende Gebet. Und diese Gebete gehen auch immer mehr in Richtung Möglichkeiten, selber für sich in die Stille zu gehen. Obwohl gesprochen wird, obwohl Musik dabei ist. Aber es sind immer auch Meditationen der Kontemplation. Das in zwei Tagen am Mittwoch stattfindende ist für mich sehr bedeutend.
weil es wieder um einen weiblichen Aspekt der Schöpfung geht. Nachdem wir das Bewusstsein auf den männlichen Aspekt, den gebenden Aspekt der Schöpfung ausgerichtet haben und dort in einem gemeinsamen, das ist zum ersten Mal, Mantra, diese uralten Namen aus den alten Sprachen gemeinsam anrufen. Und zwar anrufen so, dass es im Torus gefüllt wird. Das ist sehr wichtig, aber das erkläre ich dann in den Informationen und in der Anleitung zum Gebet. Ich würde mich freuen und freue mich auf alle, die dabei sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder gut in Liebe und Frieden und Achtung vor der Einheit hinter den Gegensätzen am Mittwoch, dem 28.12. verbinden können. Alle Links blende ich gleich noch ein. Habt es fein. Bis zu den nächsten Almgedanken.